Hi und schön, dass du wieder hier reinhörst. Ja, man könnte ja schon fast sagen, in gewohnten zweiwöchigen Ruhepause. Und wenn du hier neu dabei bist, hole ich dich gerne nochmal kurz ab. Worum geht's hier also? Mein Name ist Sören und du hörst den Was ist los? Interview Podcast. In Staffel 1 treffe ich mich hier mit 10 Profisportlerinnen und Insidern aus der deutschen Triathlon-Szene, um mal so richtig in deren Alltagsmomente, Kopfkino und Ziele reinzuzoomen. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Perspektive zu sehen, die bislang noch unentdeckt blieb. Also zwei Sachen würde ich gerne mit dir heute vorab teilen. Vielleicht hast du ja auch schon in die letzte Folge mit Coach Sebastian Zeller reingehört. Also euer Feedback hat mich hier echt umgehauen. So viele Nachrichten gab es bisher noch zu keiner anderen Folge. Also Dankeschön dafür und ja auch Dankeschön dafür, dass der eine oder andere das schon geteilt hat. Echt mega cool. Und vor allem das Ding mit der medialen Verzerrung scheint hier echt viele zu beschäftigen. Und das geht auch mit dem zweiten Aspekt einher, den ich gern noch kurz mit dir teilen möchte. Denn mich hat auch eine weitere Nachricht erreicht, die mir auch eine weitere Perspektive eröffnet hat. Und konkret geht es dabei, ob vielleicht dieser Podcast hier auch dazu beiträgt. Also zu der medialen Verzerrung. Also konkret geht es darum, dass Frauen in der Triathlon-Szene nicht gesehen werden, beziehungsweise ihnen keine Bühne geboten wird. Und ja, also wenn man den Feed hier so durchscrollt, dann stimmt das natürlich leider nicht. Also verstehe mich hier gar nicht falsch, ich will da um Gottes Willen kein Öl ins mediale Feuer gießen. Und es geht auch definitiv besser und ich will da auch ganz transparent mit dir sein. Der Contentplan war auch ein anderer. Dennoch ist der Podcast-Feed jetzt so, wie er ist, aber mir da auf jeden Fall auch meine Gedanken zugemacht und finde das auch sehr wichtig, dass das hier angebracht wurde. Also mich würde wirklich mal interessieren, wie deine Meinung zu dem Thema ist. Schreib mir doch gerne mal bei Insta oder per Mail, wie du das Thema siehst und wenn es dich bewegt, was du dir dabei wünschen würdest. Um das Intro nicht noch unnötig zu dehnen und deine Nerven zu strapazieren, geht's jetzt auch direkt los. In der nächsten halben Stunde zoomen wir mal in Danielas Alltag rein. Wie managt sie Leben, Training, Family und Go? Welche Rolle spielt Mentaltraining? Wir sprechen hierbei über Bilder im Kopf, die Frage nach dem Warum und ihre Learnings. Und zu Beginn wollte ich von Daniela wissen, wie sie den, ja nennen wir es mal, Testballon der Frühjahrs Ironman WM in St. George wahrgenommen hat. Also, viel Spaß jetzt beim Talk mit Daniela. Danke erstmal für die Einladung hier in den Podcast. Genau, ich habe das natürlich auch verfolgt von zu Hause, die WM. Und ja, also ich fand es jetzt erstmal super, dass überhaupt wieder so ein großes Rennen stattfindet. Und muss man, glaube ich, also für mich war es jetzt auch irgendwie nicht Hawaii natürlich oder nicht die, ich würde nicht sagen, nicht die echte WM, aber das ist ja auch, wenn man, ich glaube, wenn man da nicht startet, ist es natürlich auch leicht gesagt. Also wenn ich jetzt mich darauf vorbereitet hätte und irgendwie die letzten zwei Jahre an nichts anderes, an kein anderes Rennen gedacht hätte, dann hätte es einen sehr, sehr hohen Stellenwert auch bei mir gehabt. Und so muss ich sagen, habe ich mich damit jetzt einfach relativ wenig auseinandergesetzt und trotzdem hat es die Woche ganz schön angefangen zu kribbeln oder irgendwie so Aufregung und auch ein bisschen komisch, dass da jetzt nicht mit am Start zu sein. Aber klar, es ist für mich jetzt nicht so, überhaupt nicht der Fokus da gewesen wie jetzt für Hawaii. Ja. Ganz klar. Trotzdem war sehr spannend, dann dich auch zu sehen im Livestream. Und wenn man Instagram verfolgt, du warst auf der Radbahn. Und da geht es ja dann quasi so darum, wie sagt man, so den CDR-Wert nochmal so zu senken, oder? Also, oder was ist da noch so die Prämisse dabei? Ja, ich war schon einige Male auf der Bahn und da war das jetzt tatsächlich auch unter anderem das Ziel, vor allem aber ja, auch eine Position zu finden, mit der ich mich so wohl fühle wie auf dem alten Speedmax. Also das neue Speedmax kam eben raus, kurz bevor ich in Babypause gegangen bin. Das heißt, ich habe ja 2-3 Mal nur drauf gesessen und dann eigentlich jetzt ein ganzes Jahr nicht auf dem Zeitfahrrad gesessen. Und dann haben wir uns halt am Anfang oder mich am Anfang erstmal so draufgesetzt, dass ich überhaupt, also ging es erstmal darum, überhaupt wieder in Aero-Position zu fahren. Und es war auch schon ganz ordentlich, aber ich habe halt gemerkt, ich kommt noch nicht so die Kraft noch nicht so an, wie ich es gewohnt bin oder es ist alles noch nicht so 100% optimal gewesen und ja, dann habe ich die Zeit jetzt dazwischen nochmal, zwischen den Rennen irgendwie nochmal genutzt, weil sowas macht man eigentlich deutlich früher im Jahr oder noch ein bisschen weiter vorne in der Saison, aber das ging jetzt einfach nicht zeitlich und war aber sehr erfolgreich und jetzt bin ich mal gespannt. Starte jetzt nächste Woche in Samorin, ist ja ein ganz flache
Strecke und dann ein ganz guter Test, wie lange man das auch fahren kann. Das sind eigentlich die schwierigen Rennen, oder? Wenn man die ganze Zeit in der Aero-Position sitzen muss. Ja, klar, hat alles Vor- und Nachteile. Also andererseits muss man nicht berghoch fahren natürlich, aber ich mag es eigentlich ganz gerne. Entweder wirklich so, dass man kaum raus muss aus der Position, weil das halt auch anspruchsvoll ist, also auf eine andere Art. Oder halt schon auch technisch. Also wenn, ja, dann muss man natürlich mal raus. Also technische Strecken mag ich schon auch gerne. Und rauf runter Ja. darf's schon auch gehen. Was ich auch mal gerne mit dir bequatschen würde, Daniela, ist, also in der Szene ist ja so gerade so ein Thema ganz groß, nicht? Das ist so diese Norweger. Ich weiß nicht so, wie du das auch verfolgst. Gefühlt ist es halt irgendwie so ein Riesenthema. Und es ist ja auch total spannend vor allem, nicht? Dass da irgendwie auch was passiert, so auch performance-technisch. Und es klingt jetzt so vielleicht blöd, aber es ist halt irgendwie gefühlt so ein Männerthema. Was liegt vielleicht auch daran, so dass also die ganzen Medien halt auch oft Männer sind, die das so kommunizieren, so weißt du? Und ich würde einfach mal so wissen, wie du das so betrachtest, so das ganze Geschehen. Verfolgst du das oder interessiert dich das, hast du das nicht so auf dem Schirm? Du meinst jetzt Daten und Trainingsdaten und wer was wie schnell kann und so weiter. Ja, genauso dieses ganze. Dieser ganze Trainingswissenschaft dahinter und diese Entwicklung und dass die ja auch dann wirklich auch vielleicht so den Wettbewerb halt wirklich anfeuern und alles sich die Zeiten purzeln auf dem Halbmarathon, Marathon und sowas alles. Ja. Also dieses ganze Ding da drumherum so. Ja, klar verfolge ich das. Ich muss aber sagen, dass es mich, also der Tag hat nur 24 Stunden und ich bin schon ganz gut damit ausgelastet, mein eigenes Training überhaupt nochmal anzuschauen danach. Ja, und mich irgendwie, also außerhalb der Trainingszeit noch groß mit Daten aktuell zu beschäftigen, das überlasse ich eigentlich meinem Trainer und den Leuten, die sich damit auskennen. Also nicht, weil es mich nicht interessiert, aber weil es einfach im Moment keinen Raum hat. Ja, klar, ich kriege das mit und verfolge das schon auch, aber ich. Ja, jetzt nicht im Detail, muss ich sagen. Also, was aber eher, also kein Desinteresse, sondern einfach, weil ich ja da aktuell nicht den Fokus habe, groß Ja. zu schauen. Ja, ich meine doch erst so, vielleicht ist es dann irgendwie so, dass es dir dann begegnet, sage ich mal, jetzt, wenn es ums Training geht, und so nicht, dass dann doch mal so die Namen fallen oder wenn es jetzt, bist du auch bei Mario Schmidt-Wendling, dass dann doch irgendwie das mein Thema ist oder so, nicht? Also ich meinte jetzt gar nicht so, dass man jetzt das Konsum so Opfer ist und das alles so verfolgen muss, das meinte ich jetzt gar nicht so, aber also es ist halt schon irgendwie ein Thema, so nicht? Aber ja, klar, dieser Tag hat nur 24 Stunden. Ja, klar, Ja. dass insgesamt die Dichte oder überhaupt, was man für Zeiten schwimmen, Radfahren und laufen muss, um halt einfach, das schauen wir uns natürlich schon sehr genau an oder auch, ja, welche Rennen dann vielleicht besser oder schlechter ins Jahr auch passen oder jetzt auch nach der Pause. Also mich würden zum Beispiel die PTO-Rennen auch sehr reizen, aber da bin ich noch unsicher, ob das jetzt ja für dieses Jahr schon so das Richtige ist. Also ich bin einfach jetzt, glaube ich, vom Training her noch nicht da, dass ich jetzt in allen drei Disziplinen schon wieder so voll draufhauen kann, in Anführungsstrichen jetzt im Training. Also das hat halt schon eher den langfristigen Aufbau jetzt erstmal wieder gebraucht, dass ich da ja überhaupt erstmal wieder eine Ja. Kontinuität reinkrieg und ja auch eigentlich haben wir gesagt im ersten Jahr jetzt auch nicht so viel reisen. Gut, jetzt habe ich bisher alles mitgenommen, was irgendwie geht, aber klar, die Rennen würden mich schon auch reizen, aber da muss man noch mal ganz anders dann, glaube ich, trainieren. Also braucht man schon noch mal mehr Grundschnelligkeit und das wollen wir dann für nächstes Jahr noch mal angehen. Ja, Ja. ist absolut verständlich. Und du hast aber trotzdem, glaube ich, gesagt, dass auch bei den Frauen, dass du inzwischen auch wirklich jede Stellschraube drehen musst, was ja auch so die Profi-Männer-Kollegen sagen. Und da würde mich mal interessieren, vielleicht kannst du uns da mal kurz abholen, dass vielleicht so vor 5 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, wo du jetzt auf jeden Fall sagen musst, jetzt muss ich unbedingt an dieser Stellschraube drehen, wenn du vielleicht so zwei Beispiele geben kannst, was sich vielleicht verändert hat jetzt in den letzten, ich sage jetzt einfach mal 5 Jahren oder so. Ja. Weil eben die Dichte auch wirklich ja krasser geworden ist, so jetzt gerade auch bei den Frauen. Ja, also ein Beispiel wäre die Aerodynamik oder die ja, Bahntests, Windkanaltests. Also da glaube ich, war ich, wenn du jetzt sagst, vor 5 Jahren noch eine von ganz wenigen, die das gemacht hatten, haben und konnte das eher so als, ja, war es eher ein Vorteil, das machen zu können oder da die Unterstützung eben von den Partnern zu haben und so ein tolles Team, was ja das halt auch überhaupt sich da überhaupt auskennt und ermöglicht. Und heute sehe ich es, ist es eher ein Nachteil, wenn man es nicht macht. Also jetzt
geht, glaube ich, jeder irgendwie ja mehrmals im Jahr auf die Bahn oder in Windkanal Ja. oder ja, schraubt da halt wirklich auch an den letzten Details und ja, das wäre ein Beispiel und dann natürlich die, was jetzt eigentlich so ein bisschen während meiner Pause war, die Carbon-Schuhe. Also ich habe irgendwie mein letztes Rennen noch ja in normalen Schuhen gemacht und damit würde man jetzt, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Also 2019, genau, Ach so, du meinst jetzt die Laufschuhe. genau, die Laufschuhe, ja. Also es ist jetzt eine andere Stellschraube, man zieht einfach ein paar andere Schuhe an, könnte man meinen, aber so einfach ist es ja nicht. Also muss man auch erstmal testen und schauen, welcher passt jetzt für mich, welcher passt für meinen Abdruck, Geschwindigkeit und so weiter. Und ja, ist ja dann auch eher wirklich kein Vorteil mehr, den alleine zu haben, sondern schon ein Nachteil, wenn man da eben anders unterwegs ist. Ja, krass, es geht ja beides so um das Material, ja. Das Thema hatten wir auch in den letzten Folgen, gerade mit diesen Carbon-Schuhen, dass das eigentlich so eine Basis jetzt mittlerweile ist und dass das echt ja, Minuten ausmachen kann da auf dem Marathon. Und vor allem auch sehr unterschiedlich ist, nicht? Dass dann eben teilweise der Schuh dann bei einem Athleten schneller ist, bei dem anderen ist er langsamer, nicht? Das ist halt auch krass so zu sehen. Ja, genau. Deswegen meine ich, also man kann nicht einfach anziehen und ja, die 5 Minuten abziehen, sondern man Ja, muss wirklich auch viel ja. ausprobieren und schauen, was passt für mich Ja. und schon spannend auch. Ja, spannend und ich stelle es mir aber ehrlich auch anstrengend vor. Also, dass du dann alles testen musst und es ist ja auch immer Stunden, die dann ins Land gehen, nicht? Also. Ja, klar. Ja. Selbstgewähltes Schicksal. Ja. Und sag mal, hast du, jetzt bist du ja wieder voll drin im Geschehen. Letztes Jahr hast du ja dann ausgesetzt. Jetzt ist es ja immer so, also bei Sportlern ist es ja, wenn man jetzt lange nicht Sport machen konnte, dann setzen immer so die Gedanken ein, ah, wie werde ich dann wieder? Ja, dann ist die Form wieder unten, dann muss er wieder neu aufbauen. Dann kommt so diese Warum-Frage. Was mich mal so interessieren würde, hast du dann einen Unterschied jetzt gemerkt zu früher, wo du dann ein erstes Kind bekommen hast, zu jetzt? Dass der Anfang danach irgendwie leichter, schwerer war. Hast du da so einen Unterschied gemerkt? Ja, weil damals vor 10, 11 Jahren, ja, 10, also mein Großer ist jetzt 11 Jahre alt, war ich eigentlich noch an einem ganz anderen Punkt in der Karriere. Also da habe ich während der Schwangerschaft gemerkt, dass mir der Sport fehlt und dass ich das auf jeden Fall nochmal machen will. Aber da war ich ja gerade erst, also ich hatte ein Jahr eine Profilizenz gelöst, aber würde mich noch nicht als Profi bezeichnen. Also da war das ein ganz anderer Punkt in meiner Karriere und da war es, also da habe ich mir sportlich einfach sehr, sehr viel, ja, Zeit gelassen und erstmal wieder geschaut, wie es überhaupt weitergeht. Und also da waren ganz andere Fragestellungen Ja. als heute. Und das konnte ich diesmal aber auch ganz gut für mich nutzen. Also weil ich dann auch wusste, dass ich mit relativ wenig Training auch wieder recht schnell in Form kommen kann. Und ja, jetzt diesmal aber schon wusste, dass ich auch möglichst schnell wieder möchte. Und dann konnte man das halt einfach viel strukturierter planen. Und da war ich jetzt wirklich, also vom Training war ich sehr positiv überrascht oder bin ich positiv überrascht, wie schnell der Körper sich wieder erinnert an was er offensichtlich mal konnte. Und was ich aber schon sagen muss, was ich unterschätzt habe, ist ja einfach mit 2 Kindern ist es schon nochmal ein anderes Level als mit einem. Und so die, ja, gerade so die erste Zeit, das vergisst man schon, wie wenig man da einfach zum Schlafen kommt. Und ich glaube, ich würde eher, also ich bin, glaube ich, nicht gefährdet an Übertraining, in Übertrainingszustand zu kommen, aber den kriegt man natürlich auch, wenn man zu wenig regeneriert. Also das ist halt, ja, das ist bei mir eher gerade so das, wo ich schon drauf gucken muss, dass ich da ja auch genug Pause habe zwischendrin oder ja, weil einfach die Zeit neben dem Training ist halt einfach nicht, also ich sitze jetzt heute das erste Mal so abends. Also es ist halt einfach immer irgendwie was man dann noch erledigen muss und ja, die Wäsche macht sich auch nicht von alleine, einkaufen auch nicht und das sind halt so Sachen, die macht man mit einem Kind halt so nebenher oder ja. Und jetzt mit so einem Kleinen, das muss man immer irgendwie entweder mitnehmen oder halt untergebracht wissen in der Zeit und so ein bisschen die Feste feiern, wie sie kommen. Also manchmal, wenn ich halt weiß, ich habe jetzt einen Babysitter, dann muss ich halt jetzt aufs Rad, wo man vielleicht sonst einfach mal noch eine Stunde gewartet hätte oder ja. Also das hat sich schon verändert. Aber ich wollte es auch nicht anders haben. Also ich genieße da auch die Zeit total, ja. Total, ja. Also, das ist auch ein Thema, was mich total beschäftigt. Deswegen frage ich auch einfach so aus Eigeninteresse. Also, ich habe jetzt noch keine Kinder, aber trotzdem so dieses Thema Zeitmanagement, das ist ja so bei so vielen drin. Also, ich sehe das so bei meinem ganzen Freundesumkreis und Bekannten so, dass es immer so dieser Zeitmangel halt da ist und nicht.
Und man will halt irgendwie alles vereinbaren mit Arbeit, Sport. Gerade wenn man Triathlon macht, ist es halt auch echt so ein Ding, so Ja. 40-Stunden-Job, dann Familie, Freunde, Bekannte und so. Jetzt wahrscheinlich weiß ich schon so die Antwort auf meine Frage jetzt gleich, aber hast du schon diesen einen Ansatz jetzt für dich gefunden so? Aber du hast es ja eigentlich gerade schon gesagt, so, den gibt es wahrscheinlich nicht und es ist immer so ein, man muss gucken, was jetzt heute passiert, weil jeder Tag ist eh anders und ich glaube ich einfach. Ja, jeder Tag ist anders. Man kann eigentlich selten planen. Man muss natürlich in sich hineinhören. Also wenn es halt, ja, dann wirklich mal nicht geht, dann muss man was weglassen, ist ja klar. Und Ja. weil du jetzt eben gesagt hast, also ich glaube, was wichtig ist, dass man sich halt klar macht, dass man das nicht muss. Also es zwingt einen ja keiner dazu, irgendwie Triathlon zu machen. Und solange man da entspannt ist und das irgendwie für sich macht oder für sich weiß, also ich meine, niemand zwingt mich, Triathlon-Profi zu sein. Ich will das ja machen und Ja. muss halt schauen oder versuche halt aus den Gegebenheiten, die ich jetzt habe, einfach das Beste zu machen. Und ich finde, da geht es ganz viel um den Prozess. Also wenn man jetzt dann nicht gewinnt, dann ja, es ist ja auch, Hauptsache man hat halt irgendwie das Beste versucht, aus der Situation zu machen. Und das bringen einem Kinder halt sehr, sehr schön bei, finde ich. Und ja, klar, es ist dann schöner, nochmal schöner, wenn man trotzdem gewinnt. Das will ich natürlich, also ich möchte schon auch werden gewinnen. Also so will ich das hier jetzt nicht runterspielen, aber also der Ehrgeiz ist schon auf jeden Fall noch da. Aber ja, es verschiebt sich einfach so ein bisschen die Perspektive, ja, glaube ich. Ja. Ja. Also, ja, das ist ja auch so ein bisschen so wieder, es klingt immer so pathetisch, aber so dieses Warum so nicht. Jetzt habe ich mir auch ein paar Interviews von dir angehört, so Recherche ein bisschen betrieben. Da hast du in dem Pushing Limits Interview gesagt, dass du auf jeden Fall dein Warum gefunden hast. So, vielleicht magst du uns das mal nochmal so kurz skizzieren. Also, wie würdest du es so beschreiben? Das Kann ist man eine das gute überhaupt beschreiben? Frage. Ja? Das ist immer so eine Frage, so die kann man gar nicht so greifen, nicht? Ja, das stimmt. Naja, ganz platt gesagt, es ist halt das zu tun, was man liebt oder was ich liebe, also und das ist oder was mich ausmacht. Also die Liebe zu dem Sport schon immer. Und solange man das spüren kann oder spürt, dass man es eben aus Liebe oder Leidenschaft macht, solange ist es richtig. Und ich glaube, genauso muss man dann aber auch ehrlich sein, wenn es halt einfach nicht mehr ist. Ich glaube, das ist einfach ein Gefühl. Und darüber hinaus, was ich jetzt nach dem Ironman in Südafrika total schön fand, auch, also so Komplimente oder irgendwie, ja, wenn dir jemand sagt, du hast mich zum Sport gebracht oder ich habe mich jetzt wegen dir für einen Ironman angemeldet oder ich kann meinen Beruf irgendwie wieder, ja, ganz anders sehen. Also einfach wirklich so alltägliche Dinge auch. Du hast mich motiviert, jetzt überhaupt irgendwie wieder anzufangen. So. Und das sind ja eigentlich so die, ja, die schönsten Rückmeldungen, finde ich, die man da kriegen kann. Also das gibt einem auch so ein bisschen, finde ich, einen Sinn, ne? Oder unterstützt das Warum. Also das ist ja Ja, schon, total. wenn man immer den ganzen Tag im Kreis rennt und nicht weiß, warum dann. Ja, man ist immer so wie Aber in das ist das Scheuklappen, nicht dann, im Alltag so und dann sieht man das gar ja, nicht. dass Aber man halt ja. wirklich Menschen dazu inspirieren kann. Das ist ja, ist schon schön. Es ist wahrscheinlich auch mehr geworden, nicht? Über die Jahre jetzt. Aber reichen dich jetzt noch mehr Nachrichten so im Alltag? Also jetzt nach Südafrika war es schon extrem, muss ich sagen, weil, glaube ich, ja, auch vielleicht nicht viele jetzt damit gerechnet haben, dass ich überhaupt noch mal weitermache oder dann halt auch irgendwie konkurrenzfähig bin oder sogar gewinnen kann. Also anders kann ich es mir jetzt nicht erklären, aber da kam schon sehr viel. Ja, war ja jetzt auch eine recht lange Zeit. Ja. Also für mich zumindest hat sich's lang angefühlt, ja. Ja. Aber was ich auch spannend fand oder was ich noch nicht ganz verstanden hatte, du hattest gesagt, dass du gerne deinen Sport auch wirklich 100% Arbeit sein lassen wollen würdest, ohne die Kinder. Okay. Wie meintest du das? Das meinte ich so, dass einfach die Trainingszeit so fokussiert ablaufen muss. Also weil mein Training halt schon das Ziel oder ein bestimmtes Ziel verfolgt, also jede Trainingseinheit. Da ging es um die Frage, ob ich den Sport genieße, wenn ich meine Kinder dabei habe oder wie ich die Kinder ins Training integriere. Und natürlich gehe ich gerne mit Babyjogger laufen oder nehme meinen Großen mal mit zum Mountainbiken, aber das ist dann kein Training oder es ist dann in dem Moment keine Arbeit, sondern dann ist es Fahrradfahren mit meinem Sohn. Also das mache ich natürlich auch, aber
Das ist dann keine Arbeitszeit und jetzt mein Trainingsplan, den mache ich gerne ohne meine Kinder. Also das, so wie jemand anderes halt auch wahrscheinlich arbeiten geht oder ein Architekt seine Pläne ohne die Kinder sich also besser konzentrieren kann. So fahre ich meine Intervalle halt auch lieber ohne die Kinder. Ja, das meinte ich damit einfach. Okay, verstehe. Also es wird dann auch nicht so Ja. im Wohnzimmer stattfinden, so die Kleine liegt dann so daneben und du machst so deine Einheit, das nicht so. Ja, also das Warmmachen vorm Laufen schon, da ist sie oft mit dabei, aber ja. Ja, jetzt einfach, das war bei der Frage war, ob ich oft im Babyjogger oder jetzt nur noch mit Babyjogger laufen gehe und das ist halt einfach kein, also das ist ein gutes, ist auch ein guter Trainingsreiz, aber ich versuche so wenig wie möglich mit Babyjogger zu laufen, weil man sich damit halt auch einfach die Technik, man läuft schon ganz anders und da würde man jetzt keine Intervalle irgendwie machen und also es wäre dann einfach entspannt laufen gehen, da habe ich sie auch dabei. Klar, ich habe nicht 24 Stunden Babysitter da, aber ja, das war mehr auf einfach die Fokussiertheit im Training Aber bezogen. es ist schon sehr, sehr, sehr krass organisiert. Also sehr, sehr cool auch, dass da Mutter und Schwiegermutter unterstützt. So, sonst wäre das wahrscheinlich auch, ja gut, es würde wahrscheinlich immer, irgendwie findet man immer eine Lösung, aber sonst würde es halt doch wahrscheinlich auch nicht so richtig gehen. Ja, du hattest ja schon hier und da mal so ein bisschen kokettiert damit, so dass man auch mal den Mann sehen will, so nicht irgendwann, dass auch mal die Zeit da ist, so. Da hatte ich mich so gefragt, weil, wie gesagt, das ist halt wirklich so ein Thema, was jetzt nicht nur Profisportlern, glaube ich, so beschäftigt, sondern auch generell auch so einfach Partner, Partnerin, so im Alltag, wenn beide berufstätig sind. Und da habe ich mich so gefragt, dass es jetzt ja alles so wirklich klappt, es ist alles super organisiert, jetzt so, zumindest passt jetzt so, wie es gerade ist. Und beruflich so passt es bei dir auch. Und ist es dann trotzdem so, dass man jetzt so sagt mit dem Partner, das ist jetzt gerade so eine Lebensphase, wo wir das so jetzt machen? Und wir haben aber irgendwie so einen Masterplan, sage ich mal. Oder gibt es diesen Masterplan nicht? Und man muss irgendwie da, also man, ich sage jetzt einfach mal so ganz salopp, man toleriert das jetzt so, wie es ist, weißt du? Weil man würde wahrscheinlich schon mehr Zeit verbringen, aber es ist jetzt nun mal so, wie es ist, weißt Ich musste eben kurz überlegen, was du meintest mit den Mann sehen, aber du meintest, als wir versucht haben, einen Termin zu finden und ich habe gesagt, Genau, du hattest. Wochenende geht nicht, weil ich möchte ihn auch mal sehen. Ja, Genau. genau. Ja, also mein Mann macht was Ähnliches wie ich in einem anderen Bereich, also auf einem ähnlichen Level. Der hat Zahnmedizin und Medizin studiert und macht gerade seinen Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Also ist halt einfach von morgens um 6 bis abends um 7 weg, jetzt heute im Nachtdienst. Also der ist halt, ja, arbeitet halt, keine Ahnung, 50, 60 Stunden die Woche. Und die Zeit, die wir irgendwie als Familie haben, ist schon wenig. Und die wir halt irgendwie zu zweit haben, ist noch weniger. Und ja, um deine Frage zu beantworten, also es gibt insofern einen Masterplan, dass das halt vorgegeben ist. Die Facharztzeit dauert 5 Jahre. Und danach wird es halt hoffentlich irgendwie entspannter. Und das fällt jetzt eben zusammen mit, ja, meinem Höhepunkt der Karriere, kann man, glaube ich, sagen oder so. Also viel länger als 5 Jahre werde ich sicherlich dann auch nicht mehr machen. Deswegen ist, also ja, maximal, also ich setze mir da keine Grenze, aber muss man ja realistisch sein, also viel länger nicht. Und also das ist jetzt so, wie es ist. Also bei ihm gibt es keine andere Option. Er wird jetzt im Sommer 2 Monate Elternzeit machen. Und ja, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Also ich meine, die Kleine ist dann, die Kinder werden ja auch älter und jedes Jahr wird irgendwie einfacher, ein bisschen selbstständiger. Also dann ist man ja auch nicht mehr auf wirklich 24 Stunden angewiesen, sondern dann kriegt man das irgendwie auch vielleicht, dann kommt Kindergarten dazu und so. Also dann kriegt man das ja wieder ein bisschen einfacher gelöst. Und ja, dann wird es bei ihm vielleicht auch einfacher. Also da versuche ich gar nicht so, das so schwarz zu malen, aber wir versuchen halt schon die wenige Zeit, die halt da ist, dann irgendwie auch frei zu halten. Ja, So, und ja. zum Beispiel eine Sporteinheit zu machen, sonntags. Eine Sporteinheit. Ja, ich glaube, du meintest mal, du machst dann auch mal eine Einheit zusammen sonntags, wenn ich das richtig Achso, ja, verstanden. das ist auch schon ein bisschen weniger geworden. Achso, okay. Tatsächlich. Aber nee, da, also jetzt während der Wettkampfphase ist es wirklich ein bisschen weniger geworden. Also läuft er dann eher nicht mit, sondern begleitet mich dann auf dem Rad zum Beispiel. Oder ja, doch, ein bisschen, genau, wir trainieren schon auch noch ein bisschen zusammen, aber. Ich habe sogar noch ein Bild vor Augen, weil er war ja auch mal so triathlonmäßig da relativ ambitioniert dabei. Ja, genau, so haben wir uns auch kennengelernt. Also er hat nach seiner ersten Doktorarbeit oder die Zeit seiner ersten Doktorarbeit hat er genutzt, um mal einen Ironman zu machen und hat sich dann für Hawaii qualifiziert beim ersten Start. Und ja,
Genau, da war in 2 Jahren das auch recht ambitioniert gemacht. Jetzt haben wir so ein bisschen über so Alltag und so besprochen. Musst ja auch nochmal trainieren dann irgendwann, nicht? Ist ja ein Thema jeden Tag. Und was mich so interessieren würde, du arbeitest ja mit Mario zusammen, Mario Schmidt-Wendling. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich höre immer fleißig so den Coaches Corner Podcast. Und da bekommt man ja auch das eine oder andere mit, so wie er so vielleicht so als Trainer tickt. Und er hat auch so ein bisschen schon von dir erzählt. Ich weiß nicht, ob du da auch reinhörst. Wahrscheinlich nicht, weil es alles auch Zeit kosten. Also immer mal auf dem Rad höre ich, wenn ich lockere Einheiten fahre, habe ich immer ein Stöpsel drin und höre manchmal Podcast, ja. Aber hat er irgendwas verraten, oder? Nee, er meinte nur, also dass es jetzt zum Beispiel so ist, dass man eben auch dann bei so wichtigen Rennen auch dann lieber vor Ort ist halt bei dem Athlet, bei der Athletin, als da im Livestream zu hängen, weil das hält er nicht aus, halt so nicht, wenn es dann Okay. irgendwie möglich ist. Und ich glaube, ihr wohnt ja auch relativ nah beieinander, dass ihr euch auch wöchentlich mal seht, immer nicht. Ja, also jede Woche klappt es nicht, aber genau, relativ regelmäßig versuchen wir das. Und ja, also er ist auch viel beschäftigt, deswegen, es klappt jetzt nicht jede Woche, aber ja, also bei den Rennen ist dann natürlich schon gut. Und ja, so haben wir eigentlich auch angefangen zusammenzuarbeiten. Also mir war es halt wichtig, dass jemand immer mal mich einfach sieht oder dass man ja beim Lau also wirklich auch beim Laufen jetzt nicht nur die Trainingsdaten, sondern eben auch wie ich laufe oder ja, dass man da einfach immer mal Kontakt hat, persönlichen. Also eher so das, sag ich mal, das ist so ein Blick auf die Technik, als vielmehr jetzt so dieses Zwischenmenschliche, so. Ja, sowohl als auch. Das ist so das Wichtigste natürlich, aber dass ja, man einfach ja regelmäßig sich sieht oder das ist ihm auch, ja, sagt er auch, ist auch wichtig. Also ist einfach kann man ja ganz anders einschätzen, wenn man den Athlet regelmäßig auch sieht. Jetzt war ja Daniela Rüff hat er wieder jetzt abgeliefert hier die Tage und sie Ja, trainiert sich ja, allerdings. glaube ich, selbst jetzt wieder. Wäre das für dich auch nochmal irgendwie eine Option? Du hast dich ja auch, glaube ich, mal eine Zeit lang trainiert selbst. Ja, ich habe das auch eine Saison mal gemacht. Also jetzt im Moment ist es, bin ich sehr froh, so wie es ist, weil es einfach Struktur gibt und ich mir da keine, also ich kann Verantwortung abgeben, ich muss mir da nicht groß Gedanken machen. Also ich schieb schon, muss ich sagen, auch immer mal Trainingseinheiten ein bisschen hin und her in der Woche, weil es einfach manchmal gar nicht anders geht. Wer macht's nicht, ja. Aber ja, so die Grundstruktur und auch einfach das Feedback zu haben, ist schon sehr wichtig. Und es wäre an einem Punkt, wenn ich das Gefühl habe, ich laufe nur noch dem Plan hinterher und hab eben kein Feedback mehr oder habe keinen Austausch oder niemanden, der mich jetzt irgendwie regelmäßig sieht, sondern arbeite irgendwie nur noch den Plan ab, dann das wäre so ein Punkt, wo ich das nochmal selber machen würde. Aber das ist jetzt im Moment überhaupt nicht der Fall. Also da, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, auch das Zwischenmenschliche, wie du gesagt, also ja, es passt. Ich fand auch sehr spannend, dass du hast ja auch so eine Sport-Mental-Coach-Ausbildung schon gemacht, absolviert oder bist dabei. Und das ist ja auch so, der Podcast ist auch so ein bisschen gedacht, einfach so ein paar Learnings halt auch so von den Pros, vielleicht so an Altersklassenathleten mitzugeben. Und du hast ja auch schon selber gesagt, aufhin meinen Struggles, so von diesem ganzen Zeitaspekt, so, dass man halt auch einfach sagt, hey, du musst das ja nicht machen, so nicht. Kann man da vielleicht noch irgendwie so aus dem Alltag so ein Learning so vielleicht mitnehmen, dass man halt sich da nicht zu viel Stress macht? Hast du da, oder du hast, was ich auch sehr spannend fand, vielleicht um mal da anzusetzen mit den Bildern, so nicht? Das ging aber, glaube ich, eher so um das Wettkampfgeschehen, dass du da so ein Bild hattest von deinem Sohn, glaube ich, war das mit Leichtigkeit. Hast du sowas auch für den Alltag? Ja, also ich habe eine Mentalcoach-Ausbildung gemacht und ja, damals, also ich habe erst mit einem Mentalcoach selber zusammengearbeitet und dann fand ich das einfach total spannend und habe das auch eher so für mich gemacht. Also es ist ja Ausbildung in Anführungsstrichen, also es ist halt eine, ja, so ein Stück weit auch, macht man da, beschäftigt man sich natürlich sehr viel mit sich selber, also auch Persönlichkeitsentwicklung einfach und habe das ja erstmal nur, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann damit auch mal arbeite, aber jetzt erstmal nur wirklich nur für mich gemacht und halt sehr viel damit beschäftigt, auch mit einem Sportpsychologen mal eine Saison zusammengearbeitet. Und das ist halt einfach ein ganz wichtiger Punkt, der mit dazugehört, den man nicht ausklammern kann, der Kopf. Und ja, für den Alltag, also wichtig ist einmal, klar, man muss es nicht machen, dass man sich da irgendwie den Druck rausnimmt, andererseits aber auch schon zu wissen, warum man das eben macht. Also das hatten wir eben auch schon das Thema, aber einfach wirklich irgendwie, ja, für sich das Warum zu kennen und ja, nicht nur sinnlos, nenne ich es jetzt einfach mal,
irgendwas hinterherzulaufen, sondern man sollte schon immer das auch irgendwie reflektieren und das eben für sich beantworten können. Und gut, so ganz banale Sachen, man sollte wissen, ob man morgen oder ein Abendsportler ist und also funktioniere ich morgens besser, kann ich da besser trainieren oder brauche ich da erst einen halben Tag, bis ich ja aus dem Quark komme. Das sind ja so kleine Sachen, aber ich sage immer, dass man, also das Wichtigste halt ist, dass man nicht sein Leben dem Trainingsplan anpasst, sondern den Trainingsplan seinem Leben. Also das ist ja auch so ein bisschen dieses, renne ich jetzt einem Plan hinterher oder muss ich das einfach nur, arbeite ich das einfach nur ab oder mache ich das, wann es mir jetzt am besten geht oder ja, wie es einfach in mein Leben reinpasst und sich da einfach den Druck rauszunehmen und auch, ja. Und jetzt hatten wir ja schon über Bilder gesprochen. Du hast ja schon gesagt, eins von vielen. Hast du da vielleicht auch noch so ein Bild fürs Training oder für den Wettkampf? Oder ist das immer wieder individuell, dass man das so gar nicht sagen kann? Ja, Bilder sind auf jeden Fall individuell. Ja, man sollte halt so rausfinden, wo liegt die eigene Kraftquelle oder womit kann man selber einfach in seine Energie kommen. Also da fallen einem ja, fallen jedem wahrscheinlich andere Bilder ein. Und für mich sind es halt irgendwie, ja, sind es halt meine Kinder, die mich da, die halt zum einen Leichtigkeit oder auch, man kann das Ganze ja auch mal mit Humor, oft hilft ja auch im Wettkampf, also sich selbst mal nicht so ernst nehmen oder ja, also wenn man da eben mit einem Trainer oder auch mit solchen Meditationen zum Beispiel arbeitet und für sich selber einfach auch Begriffe einfach definiert, was, also zum Beispiel Tiere, mit was für einem Tier würdest du dich, also ich kann mich zum Beispiel gut mit einem Löwe, also mit Kraft und Ruhe gleichzeitig, also ich bin auch Löwe vom Sternzeichen her, aber oder ein Adler, der so über allem schwebt. Also das sind jetzt, so hat halt jeder irgendwie, kommt dann bei jedem Tiere zum Beispiel oder irgendwelche Kraftbilder, die man dann eben gut visualisieren kann und in dem Moment dann holen kann. Und da habe ich halt, also ich verrate jetzt nicht alle Bilder, Nein, alles gut. waren jetzt nur, genau, aber bestimmte Bilder, wo man eben ja ganz viele Emotionen mit verknüpft und die man dann in schwachen Momenten, sag ich mal, holen kann im Wettkampf oder auch im Training, wenn es halt mal schwer wird. Oder Engelchen und Teufelchen ist ja auch sowas, was viele, glaube ich, nutzen. Ja. Ja, aber das ist doch ein super Stichwort oder Impuls halt mit diesem, dass man eben damit auch eigene Emotionen verknüpfen muss. Das ist doch, ich glaube, da kann sich jeder was Eigenes jetzt darunter vorstellen. Und wenn wir nochmal so ganz kurz einen kleinen Ausblick wagen. Ich fand auch spannend, wie du meintest mal, du hast ja auch einen YouTube-Kanal. mal gestartet und da hast du ja auch gesagt, du freust dich halt auch wirklich noch, ich denke mal, so geht es auch vielen Athleten, Athletinnen, dein Potenzial halt zu entdecken, noch nicht, was noch in dir schlummert. Und du hast ja schon selber gesagt, dein Höhepunkt kommt natürlich noch. Magst du vielleicht so mit uns teilen, denkst du darüber nach, wo du dich vielleicht auch siehst? Machst du das an Zielen fest oder an bestimmten Zuständen? Ja, eher an Zuständen oder an dem Gefühl, wie jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel das Rennen in Rot 2018, als ich gewinnen konnte, war halt deshalb so besonders, weil es irgendwie auch so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich da wirklich die Möglichkeit hatte, oder so ein bisschen durch die Konkurrenz und aber auch irgendwie die Umstände, einfach wie der Tag gelaufen ist, so wirklich das Beste aus mir rauszuholen. Und davon hätte ich gerne noch so viele wie möglich, so viele Rennen wie möglich. Dafür muss natürlich, ja, halt die Vorbereitung gut laufen und man muss sich körperlich in diesen Zustand halt erstmal bringen, dass es sich auch so anfühlt. Und dann muss aber ja auch irgendwie am Tag X dann ganz viel passen. Also deswegen, das mache ich jetzt nicht so sehr an, ich will unbedingt dieses Rennen noch gewinnen oder dieses. Also klar, habe ich auch, also sportliche, jetzt einfach nur sportliche Ziele, aber wenn ich das jetzt beschreiben müsste, wie ich mein Potenzial noch sehe, dann würde ich da einfach gerne noch viele Rennen haben, die so laufen. Ja. Ja, also Dankeschön, Daniela, für deine Zeit. Jetzt, ja, die ist ja auch wieder gefragt auf jeden Fall. Ja, Und jetzt schon ein bisschen geschneit im ach so, Hintergrund, genau. ja. ja, ich dachte einfach mal so ein bisschen abseits von, ja, also wie gesagt, oft sind ja so Themen wie VO2 Max und alles so eine Sachen, Trainingswerte im Vordergrund, aber auch mal vielleicht so ein bisschen den, ja, wie man so schön sagt, den Struggle oder die Alltagsmomente da mal so ein bisschen reinzuschnuppern, ist, denke ich mal, auch spannend und auch immer teilweise auch so eine Blackbox ist ja auch privat, nicht? Ist ja auch ganz klar.
Um mich da mal noch so als letzten Satz bei dem Matze Hilscher, dem Podcast Hotel Matze, der hat auch mal sehr, sehr lange Interviews, aber auch kann ich echt empfehlen. Und der stellt seinen Gästen immer so gerne eine letzte Frage. Bei mir ist es jetzt keine Frage, aber da geht es also immer darum, wenn die Gäste sich Alexanderplatz in Berlin, so das große Plakat, vorstellen würden und da können sie eine Woche lang so einen Satz hinschreiben. Musst du jetzt nicht machen, aber trotzdem gehören die letzten Worte auf jeden Fall dir natürlich, Daniela. Okay, vielen Dank. Ja, ich würde dann abschließen, dass man einfach aus jeder Situation, also dass es nicht immer darum geht zu gewinnen, aber darum halt aus jeder Situation das Beste zu machen. Ja. Und ja, das passt auch ganz gut Ja. zu dem Okay. Rest von heute. Ja. Danke für die Einladung. Ciao. Ja, das war, wie du es schon mitbekommen hast, eine unterhaltsame halbe Stunde. Also vielen Dank dir, Daniela, und natürlich auch dir, also du, die oder der gerade zuhört, fürs Zuhören bis hierher. Auch wenn Daniela super, super busy ist, also einfach extrem viel Stuff, sage ich jetzt einfach mal, im Alltag zu managen hat, hat mir diese kleine Coupe echt Spaß gemacht. Und wie du es auch schon rausgehört hast, wollte ich einfach mal ein bisschen hinter die Bleimail-Kulissen schauen. Wie geht sie eigentlich mit dem ganzen Daily Struggle um, was das verfügbare Zeitkontingent angeht? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ich bin ein Fan, wie Daniela, immer mal zu versuchen, die Scheuklappen abzulegen und aus der eigenen, ja, man muss es ja sagen, meist doch eher engstirnigeren Perspektive rauszuzoomen. Frag dich also wirklich mal, warum machst du den ganzen Bums eigentlich? Frag dich das mal wirklich, denn keiner zwingt dich dazu. Okay, vielleicht hast du Partner und Sponsoren, die du glücklich machen möchtest, aber müssen tust du erstmal nichts. Und noch eine kleine Premiere. Heute habe ich auch noch einen passenden Buchtipp zu dem Thema. Es heißt Zeitwohlstand für alle von Stefan Böß. Kostet kaum was, kurzweilig und thematisiert die Frage, wie schaffen wir es, endlich das zu tun, was uns wirklich wichtig ist? Alright. Das war's von mir. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen in der Streaming-App deiner Wahl. Beziehungsweise, wenn du sogar noch einen Tick eher reinhören und selber Fragen an die Gäste stellen willst, kannst du mich und damit den Wadeslos-Podcast auf Patreon oder Steady mit ein paar Euro monatlich supporten und kriegst auch noch ein paar Benefits. Mach dir jetzt noch einen schönen Tag, gutes Training oder wenn das schon abgehakt ist, eine entspannte Zeit. Ciao, ciao.